Früher war das nicht für mich. Ich habe so gedacht, wie kann man hier wohnen? Irgendwie so draußen. Tja, Wohnung kann ich mir schon leisten. Will ich aber nicht. Man ist nie alleine. Hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Das Wichtigste ist halt wie immer Kommunikation. Es ist, glaube ich, eine gute Alternative für junge Leute, die vielleicht zum Beispiel im Studium sind. Also ich wollte es einfach ausprobieren, gerade vor dem Hintergrund, wie viel man wirklich braucht, um erfüllt und zufrieden leben zu können. Das ist auf alle Fälle ein Zukunftsmodell, wo es jetzt keinen Grund gibt, das so schlecht dastehen zu lassen. Und diese Plätze, die sind einzigartig und die Stadt muss das eigentlich echt erkennen, was hier für mega tolle Sachen passieren. Einmal sozial, kreativ, aber auch ökonomisch. Wir ersparen so verdammt viel Wasser. Die Beweggründe waren das freie und autarke Leben. Selbstversorgung mit Wasser, Strom. Energie kriegen wir von der Sonne. Wir haben Solar. Das ist total schön für die Kinder hier, weil sie halt so eine große Gemeinschaft erleben, wo die Kinder halt auch ihren Freiraum haben. Ich bin Ingenieur. Du konstruieren. Ich studiere Medizin. Ich bin Altenpfleger. Ich bin arbeiten bei einer großen Speditionsfirma. Ich begleite behinderte Menschen in ihrem Alltag. Hier seht ihr das Gartenprojekt von unserem Wagenplatz. Es gibt Tomaten, Salat. Wir merken auf dem Platz, dass wir extrem viele Anfragen haben und aus allen Nähten platzen und die Leute gar nicht mehr aufnehmen können. Es gibt genauso viele Dauercamper, wie es schon Tiny House-Siedlungen gibt. So. Und auch da ist es überall noch ein bisschen umständlich mit dem ganzen Baurecht. Und da wäre es auf alle Fälle, denke ich, ein gutes Modell, wenn es das öfter geben würde und auch legaler und einfacher möglich wäre.